Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, Episode 4 auch immer. Vorbei ist ja nun der Urlaub und ich würde sagen, wir legen gleich los. Los geht's. Willkommen zurück und heute geht es natürlich nicht um meinen Urlaub oder um unseren Urlaub, der vergangen ist mittlerweile. Nein, heute geht es um das Thema Referral Code Benutzung bei Tesla. Ich weiß, ihr habt da in letzter Zeit so einiges gehört und gesehen. Jetzt seid nicht verwundert, dass ich immer wieder mal ganz kurz in mein Handy starre, denn ich muss da nachschauen, um was ich jetzt eigentlich genau rede. Und zwar, wie gesagt, Tesla hat jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, das Referral-Programm erneuert, ist falscher Ausdruck, aber hat eine neue Aktion gestartet. Und zwar kann man jetzt ganze 7.500 Kilometer, also 7.500 Kilometer gratis Supercharging gewinnen, in Anführungsstrichen. Und zwar musst du dazu nichts weiter tun, als einen Tesla Model X, Model S oder Model 3 bestellen. Und das Ganze über einen Referral-Code. Ein Referral-Code ist quasi ein Code, den hat jeder Tesla-Besitzer von Tesla zur Verfügung gestellt bekommen. Ist also ein Code speziell jeweils auf diesen Tesla-Besitzer zugeschnitten. Das ist ein Link und wenn man den anklickt, kommt man auf eine extra Bestellseite. Und wenn man über diese Bestellseite ein Model S, X oder 3 bestellt, dann bekommt zum einen der Codegeber, also derjenigen, der den Code zur Verfügung gestellt hat, bekommt 7.500 gratis Kilometer am Supercharger und derjenige, der über diesen Code bestellt hat, also vielleicht du, bekommst dann ebenfalls 7.500 Freikilometer Supercharger. Das ist nicht schlecht. Das ist aber eine begrenzte Aktion, die geht nämlich nur bis zum 28. Mai. Danach fällt es wieder zurück auf 1.500 Freikilometer Supercharger. Das heißt, wenn du also irgendwie mit dem Gedanken spielst, ein Model S, X oder 3 zu bestellen, tu es jetzt. Ja? Denn jetzt bekommst du 7.500 Kilometer gratis Supercharger. Wenn du dazu meinen Code benutzen möchtest, darfst du das gerne tun. Diesen findest du hier jetzt eingeblendet, aber auch unten in der Beschreibung. Aber ich habe noch was viel Geileres und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich heute dieses Video mache. Und zwar bin ich jetzt seit kurzem, und da komme ich wieder auf mein Handy zurück, bin ich seit kurzem in der Facebook-Gruppe Tesla Model 3 und Y DACH, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Diese Facebook-Gruppe verlinke ich euch ebenfalls im Informationsbereich unter diesem Video. So sieht das Ganze aus, falls man sieht. Falls nicht, wurscht, wie gesagt, anklicken, den Link hier unter dem Video. Und was ich jetzt ganz toll finde, was ich euch hier mit in diesem Video eigentlich sagen will, diese Gruppe hat auf die Beine gestellt eine Liste, suche ich sie ganz schnell, ja super, jetzt sollte ich sie nur noch finden, dann wäre alles toll, eine Liste zur Verfügung gestellt, egal, ich erzähle es euch einfach so, in dieser Gruppe gibt es eine Liste, da kann sich jeder eintragen lassen, der einen Referral Code hat, also jeder Tesla-Besitzer kann sich da eintragen lassen und dann gibt es da quasi diese Liste davon. Das heißt, wenn ihr euch ein Tesla SX oder 3 bestellt, dann könnt ihr aus dieser Liste nämlich einen Referral Code raussuchen. Und das Tolle an dieser Liste ist, beziehungsweise ich finde, das ist das Tolle daran, ihr wisst ja selber, YouTuber gibt es jede Menge und da gibt es ein paar spezielle, super tolle YouTube-Kanäle. Da muss ich nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, diese Leute haben natürlich eine enorme Anzahl an benutzten Referrals. Das heißt, die haben eine enorme Anzahl an diesen benutzten Codes und den damit zusammenhängenden Preisen. Wie jetzt zum Beispiel diese 7.500 Kilometer gratis Supercharging. Oder im Zusammenhang damit gibt's, habe ich vorhin vergessen zu erzählen, gibt es für jeden Codegeber dann normalerweise noch ein Los und mit diesem Los ist man im Lostopf drin, logischerweise, und kann entweder ein Model Y gewinnen oder einen Roadster, der dann 2020 hoffentlich auf den Markt kommt. Wenn ihr also jetzt mit dieser aktuellen Aktion einen Referral Code benutzt, gibt es für den Codegeber neben den 7.500 gratis Kilometern Supercharger ganze 5 Lose für diesen Lostopf, um eins dieser Autos zu gewinnen. Also
Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Ja, jetzt nochmal auf die YouTuber zurückzukommen. Natürlich gibt es bekannte YouTuber, die haben einen Sack voller Leute, die ihre Referrals benutzen. Und das ist auch gut so und das ist auch verdient so. Und so bekommen sie natürlich auch ein bisschen, in gewisser Weise die Anerkennung für die Arbeit, die sie haben. Ich bin noch ziemlich frisch am Markt. Auch kein Geheimnis, ich habe noch kein Referral. Ist mir auch nicht so wichtig. Aber jetzt nochmal auf die Aktion zurückzukommen. Wie gesagt, ihr dürft gerne mein Referral benutzen. Aber wenn ihr sagt, ich unterstütze lieben gerne Leute, die einfach nicht die Chance haben, wie jetzt die YouTuber, also wie auch ich, eine breite Masse zu erreichen und dadurch deren Referrals unters Land zu bringen, beziehungsweise die Chance haben, dass jemand überhaupt deren Referral benutzt, dafür gibt es diese Liste. Wie gesagt, kann sich jeder eintragen lassen, der einen Referral hat und zur Verfügung stellen möchte. Jeder, der ein Model S, X oder 3 kaufen möchte, kann in dieser Liste nachgucken, kann wegen mir von oben weg den ersten einfach nehmen, unterstützt so jemand, der normalerweise keine Chance hat, an Referrals zu kommen. Und was toll ist, wenn dann ein Referral benutzt wurde, meldet ihr das einfach dem Admin dieser Seite und dann rutscht dieser Referral-Code ganz nach unten und in einen extra Abschnitt unter schon benutzt. Das heißt, es hat also jeder die reelle Chance, dass er einmal im Leben einen Referral bekommt und somit natürlich diese 7500 Kilometer gratis Supercharging oder nach dem 28. Mai wieder diese 1500 Kilometer gratis Supercharging oder natürlich damit verbunden auch die Lose für den Lostopf, in dem dann die Chance besteht, entweder ein Model Y zu gewinnen, also ein Model Y, was noch nicht draußen ist, oder einen Roadster, der dann ebenfalls ja noch nicht draußen ist, aber 2020 auf den Markt kommen soll. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Wie gesagt, wenn ihr vorhabt, ein Auto zu kaufen bei Tesla, ein Model S, X oder 3, klickt bitte unten auf den Link zu dieser Facebook-Gruppe. Ihr müsst dann natürlich beitreten erstmal und dann habt ihr den vollen Einblick in diese Facebook-Gruppe. Ist nebenbei auch noch ganz, eine ganz, ganz tolle Gruppe, also nicht nur wegen den Referrals lohnt sich da einzutreten. Auf jeden Fall schnappt euch einen Referral aus dieser Liste und unterstützt so jemanden, der normalerweise nicht die Chance hat, an einen Referral zu kommen, beziehungsweise eins zu vergeben, ist vielleicht besser ausgedrückt. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen nachvollziehen, worauf ich hinaus will. Wie gesagt, falls ihr ein Auto kaufen wollt, klickt auf den Link unten und sucht euch einen aus dieser Liste aus. Oder benutzt einfach meinen Code, wenn ihr das unbedingt möchtet. Habe ich natürlich auch nichts dagegen. Aber ich wollte euch echt noch darauf aufmerksam machen, dass diese Aktion besteht, die ich toll finde und die ich somit auch gerne unterstütze. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut. Nächste oder übernächste Woche kommt endlich unsere PV-Anlage. Da halte ich euch auf dem Laufenden und will es versuchen, ein bisschen zu dokumentieren, wie das Ganze aufs Dach kommt und unseren Speicher und so weiter und so fort. Wie gesagt, ja, stay tuned heißt es immer so schön. Drückt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Drückt das Glöckchen, damit ihr auch erfahrt, wenn die nächste Episode oder die nächste Folge, das nächste Video online ist. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt den Sommer, der da, so wie es aussieht, bald kommt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald.